Ein Metallzylinder in einem wissenschaftlichen Labor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Akademie der Wissenschaften ist das Herzstück der Forschungsarbeit von Gerhard Kirchmeier. Der Experimentalphysiker der Universität Innsbruck arbeitet hier mit ultrakalten, supraleitenden Minischaltkreisen. Die verhalten sich wie künstliche Atome und lassen sich als Quantenbits einsetzen. Diese Qubits bilden wiederum die Grundlage von Quantencomputern. Wir versuchen, einen Quantencomputer mit sogenannten supraleitenden Quantenbits zu bauen. Also der Vorteil ist der, dass wir da wirklich diese Quantenbits selbst bauen können. Wir verwenden dazu Superleiter und können dann damit mehrere solcher Quantenbits in unseren Kryostaten packen. Der kühlt dann diese Quantenbits auf ungefähr 20 Millikelvin runter. Damit werden die dann superleitend und wir können dann solche Quantenalgorithmen drauf laufen lassen. Kaum breiter als die Spitze eines Druckbleistiftes ist so ein Schaltkreis. Damit er die gewünschten supraleitenden Eigenschaften bekommt, kühlen ihn die Wissenschaftler auf Temperaturen nahe des absoluten Nullpunktes runter. Der liegt bei minus 273,15 Grad Celsius oder 0 Grad Kelvin. Im Experiment liegen die Forscher nur 20 Millikelvin drüber, erreicht wird das mit Hilfe von flüssigem Helium. Die große Herausforderung ist wirklich, also diese Schaltkreise zu bauen. Das ist im Endeffekt Mikro- und Nano-Fabrikation, wie sie zum Beispiel auch in einem herkömmlichen Computer, also im Prozessor eines Computers auch verwendet wird. Wir können diese Sachen so konstruieren, wie wir es haben wollen. Wir können die Eigenschaften von diesen Quantenbits wesentlich besser kontrollieren und darauf hintrimmen, was wir dann tatsächlich im Experiment benötigen. Der 33-jährige Gerhard Kirchmeier hat die Technologie von der renommierten Yale University im Jahre 2013 nach Innsbruck gebracht. Die supraleitenden Schaltkreise können künftig helfen, die Eigenschaften und Bewegungen von Molekülen genau zu berechnen. Da geht es wirklich um die Orbitalberechnung, also die Energiezustände dieser Moleküle tatsächlich zu berechnen. Und das hat eben Anwendungen zum Beispiel in der Medizin, um zu verstehen, wie Medikamente funktionieren, um zu verstehen, wie man vielleicht sogar neue Medikamente machen kann, hat Anwendungen in der Materialforschung. Schritt für Schritt wird man dann immer kompliziertere Sachen machen können und irgendwann dann auch tatsächlich solche Spektren, solche Moleküle berechnen können, die an einem klassischen Computer einfach nicht möglich sind, weil dieser klassische Computer würde ein Jahr, 100 Jahre, eine Million Jahre, wie auch immer, je nachdem wie komplex dieses Problem ist, also so eine Zeit würde er benötigen, um das auszurechnen. Die Technologie kann auch für den Bau von Sensoren eingesetzt werden. Auch in diesem Bereich wird bereits geforscht. In einem zweiten Projekt probieren wir auch wieder solche superleitenden Schaltkreise dazu zu verwenden, um sogenannte mikromechanische Oszillatoren zu kontrollieren. Das kann man sich jetzt so wie ein ganz kleines Sprungbrett vorstellen, ist nur ein paar hundert Mikrometer groß, das oszilliert einfach aufgrund der thermischen Anregung. Mit unserer Schaltkreise versucht man das dann möglichst kalt, also möglichst zum Stillstand zu bringen und sobald man das geschafft hat, kann man diesen Oszillator im Endeffekt dazu verwenden, um Sensoren zu bauen, um jetzt zum Beispiel Sensoren für Kraftmessung, Beschleunigung oder auch um gewisse Oberflächen abzutasten. Das ist so eher das langfristige Ziel von dieser Forschung. Bis funktionsfähige Quantencomputer gebaut werden können, die besser und schneller rechnen als herkömmliche Supercomputer, werden noch einige Jahre vergehen. Erste Berechnungen mit Hilfe von Quantentechnologie sind aber bereits Realität. Das nächste Ziel ist die Berechnung von Energiezuständen simpler Moleküle.